Das ist das Video Nummer 5 mit den Ableitungsregeln. In diesem Video möchte ich euch die Quotientenregel vorstellen. Also wir haben gesagt, wenn wir ein Produkt haben, besteht aus zwei Faktoren, also das heißt, zwei Terme werden miteinander multipliziert. Dann haben wir ein Produkt und in diesem Fall brauchen wir die Produktregel, um abzuleiten. Und wenn wir eine Bruchfunktion haben, also wir haben einen Bruchstrich, ein Term als Zähler und ein Term als Nenner. In diesem Fall gehen wir genauso vor wie bei der Produktregel mit einem kleinen Unterschied. Also das Produktregel haben wir im vorherigen Video gesehen und die Quotientenregel ist auch sehr ähnlich mit der Produktregel. So. Die obere Funktion oder den oberen Term setze ich gleich u, also u gleich x plus 1. Und die untere Funktion, also den Term im Nenner, setze ich gleich v. Genauso wie bei der Produktregel leite ich u und v ab, also die Ableitung von u als u' ist gleich die Ableitung von x plus 1 gleich 1. Weil die Ableitung von 1, x gleich 1 und die Ableitung von 1 gleich 0 ist. Die Ableitung von 2x plus minus 3 ist gleich 2. Da die Ableitung von 2x gleich 2 ist und die Ableitung von einer Zahl, in diesem Fall minus 3, gleich 0 ist. Jetzt müssen wir natürlich erst die Ableitung bilden. Also f' von x gleich, dazu brauchen wir eine Formel. Oben u' mal v. U' mal V, minus, ganz wichtig, minus U mal V', U mal V'. Also U' mal V, minus U mal V'. Und im Nenner ist V zum Quadrat. Das heißt, im Nenner brauchen wir eigentlich nur 2x minus 3 quadrieren. V zum Quadrat. V ist gleich 2x minus 3 und dann quadriere ich. Fertig. Und im Zähler, also oben, über dem Bruchstrich, U' mal V minus U mal V'. Also U' mal V minus U mal V'. Und die Reihenfolge ist auch wichtig. Du musst zuerst U' mal V machen und danach minus U mal V'. Ganz wichtig. U' mal V minus U mal V'. Also die erste Ableitung haben wir so gebildet. Wir können natürlich auch zusammenfassen. 1 mal 2x minus 3 gleich 2x minus 3 und minus 2 mal x plus 1 bedeutet 2 mal x minus 2 mal x minus 2 mal 1, also minus 2. Zusammengefasst 2x minus 2x 0 minus 3 minus 2 minus 5 geteilt durch 2x minus 3 zum Quadrat oder v zum Quadrat. Also hier unten brauchst du nur den Term hier quadrieren, fertig. Und oben U' mal V minus U mal V'. Den oberen Term gleich U setzen, den unteren Term gleich V setzen, U' und V' bilden und einfach in die Formel einsetzen. So einfach ist es. So, wir machen noch ein Beispiel. X² plus 1 geteilt durch 2x minus 3 hoch 3. So, da brauchen wir die Kettenregel. Aufpassen, im Video Nummer 3, glaube ich, habe ich euch die Kettenregel vorgestellt, wie man das macht, wie man mit Kettenregel ableitet. Ich hoffe, dass du dir die Videos der Reihe nach anguckst, weil ich manchmal Wiederholungen mache. Und das ist ganz wichtig, also dass du die Videos von Nummer 1 bis Nummer 5 zum Beispiel oder bis Nummer 6, dass du dir die Videos eins nach dem anderen anguckst, um das Thema zu verinnerlichen und vertiefen. Während der Arbeit, während der Klausur, muss alles automatisch passieren, musst du wenig nachdenken. Ja? Deswegen ist es manchmal sehr wichtig, dass man
öfter übt, verschiedene Aufgaben macht, nicht nur eine Aufgabe, sondern 4, 5, 6, ja, und das Ganze nur wiederholen, damit das Ganze automatisch wird, damit du wirklich unbewusst, sage ich, die Aufgaben lösen kannst. Du hast keine Zeit in der Klausur. 1 Stunde, 2 Stunden Zeit und fertig. Du musst einfach automatisch können. Die Aufgaben, die Regeln automatisch kennen, ja, also ganz wichtig. Und wenn du meine Videos, die Videos auf Ariane Akademie, der Reihe nach anguckst, egal um welches Thema es sich handelt, wirst du sehr sicherer in der Klausur. Und das ist auch natürlich mein Ziel. Das geht nicht nur darum, dass du eine Aufgabe ja in etwa löst oder einen richtigen Lösungsansatz findest, sondern auch darum, dass du schneller und automatisch eine Aufgabe löst oder dein Wissen umsetzen kannst. Gut, genauso gehen wir vor. Wir wenden die Quotientenregel an. Warum? Weil wir eine Bruchfunktion haben. Die obere Funktion, also x² plus 1, den oberen Term setze ich gleich u und den unteren gleich v. Leite ich ab, u' ist gleich 2x, haben wir im Video Nummer 1 gehabt. V' ist gleich, ganz wichtig, der Exponent wandert vor die Klammer und wird um 1 verringert. Wandert vor die Klammer und wird um 1 verringert. Also 3 mal 2x minus 3 hoch 2, um 1 verringert. Mal die Ableitung von dem Term in Klammer. Die Ableitung von 2x minus 3 ist gleich 2. Also, der Exponent 3 wandert vor die Klammer und wird selbst um 1 verringert, das heißt mal 2x minus 3 hoch 2, 2 bedeutet hier 3 minus 1, mal die Ableitung von dem Term in Klammer, die Ableitung von 2x minus 3 ist gleich 2. So, das ist die Kettenregel, haben wir schon mal gehabt. Und fasse ich zusammen, 3 mal 2 ist 6, dann haben wir 6 mal 2x minus 3 zum Quadrat. Dann setze ich wieder in die Formel ein, f' von x gleich u' mal v minus u mal v'. u' mal v minus u mal v'. Geteilt durch v' zum Quadrat, geteilt durch v' ist gleich 2x minus 3 hoch 3, noch zum Quadrat. So, 2x minus 3 hoch 3 hoch 2 ist gleich 2x minus 3 hoch 6. Ja, 3 mal 2, 6. So, und hier brauchen wir nicht zusammenfassen hier. Das ist zeitaufwendig, musst du nicht immer zusammenfassen. Und in diesem Fall hast du hoch 3, musst du nicht zusammenfassen. Also es geht nur darum, dass du die Quotientenregel kennenlernst. Und weiter fassen wir hier in diesem Fall nicht zusammen. So, das war die Quotientenregel. Jetzt versuchst du diese Aufgabe zu lösen. Und unter jedem Video gibt es eine Kommentarbox. Dort kannst du deine Kommentare reinschreiben. Viel Erfolg. Tschüss.